Marcus Eckert um, is uh, uh, a 20-year veteran of, of large company uh, um, um, uh, management. Uh, he will tell his own story about where he's been, but uh, uh, a really uh, a significant career that took a, a, a significant change actually a couple of years ago uh, when he founded Mind Your Business. And he's going to talk to us about debiasing le leadership. Which I think is a great topic to end on because it has to do with decision making. And I think after a couple of days at 15 seconds, you get a lot to think about and probably some decisions to make of your own. And so, potentially for yourselves or for things to bring back into your own business, um, uh, let's welcome markets to the stage and help us uh, make some decisions together. Thank you. Thank you very much. Die Biasing Leadership. Ich bin stolz darauf, dass ich das letzte Thema heute für heute habe. Es geht um Leadership, es geht um Führung, es geht um unconscious Biases. Es geht auch darum, was können wir machen dagegen und speziell in der Führung, was können wir machen dagegen. Bevor ich reingehe, würde ich einmal sagen, vielleicht machen wir letzte Aktivierungsübung. Ich darf euch bitten, alle einmal aufzustehen. Und ich würde bitten, dass alle die stehen bleiben. Die etwas mit dem Begriff Unconscious Bias anfangen können. Wer von euch hat den Begriff schon gehört und äh, kennt ihn? Die bleiben bitte stehen. Okay? Dann bleiben bitte die stehen, die schon etwas aktiv dagegen gemacht haben, selbst. Okay, wir haben noch ein paar. Und vielleicht bleiben noch die stehen, wo die Organisation schon systematisch was dagegen gemacht hat. Einer, super, Applaus. Ja. Also man sieht, es ist jetzt nicht das Thema, das jede Organisation beschäftigt und das ist genau einer der Punkte und uh, es gibt Umfragen zu dem Thema uh, und es ist tatsächlich so, uh, dass in einer Studie in einer deutschen Universität zum Beispiel rausgekommen ist, 2020, dass man hat CFOs gefragt, man hat Heads of uh, Finance gefragt, 90 Prozent schätzen, dass Biases negative Auswirkungen auf uh, ihre Unternehmen haben können. 75% sind davon überzeugt, dass äh, Entscheidungen negativ durch Biases beeinflusst werden. Aber wie viel tun wir es dagegen? Aktiv 12%. Wenn man sich das anschaut, hat man sofort das Gefühl, es muss ein ma massives Potenzial drin sein. Das ist meine Überzeugung und ich möchte euch heute ein bisschen näher bringen, was das ist und was man genau machen kann. Aber man startet immer am besten mit der Frage: Warum ist das Thema eigentlich ein Thema? Warum soll man uns damit beschäftigen? Und da gibt es eigentlich aus meiner Sicht mehrere Gründe, damit man sich mit dem Thema beschäftigen sollte. Das eine ist, wir kennen wahrscheinlich Projekte, die nicht on budget, nicht on time waren, Flughäfen, Opernhäuser, nicht nur Flughäfen in Berlin, auch einer in Schwächert, ähnliches Geschichte. Es kann massiv teuer sein. Wenn man Fehlentscheidungen trifft, kann das natürlich für Unternehmen, egal ob Start Up, Mittel oder Großunternehmen, sogar die Existenz am Spiel stehen. Ein weiterer Grund, sich damit zu beschäftigen. Das Thema Diversity, Inclusion, Inclusion und Belonging ist ein großes Thema. Da kommt das Thema Unconscious Bias oft vor, weil man auch hier natürlich unbewusst vielleicht Urteile und Fehlentscheidungen trifft, die für die Organisation nicht gut sind. Man kann sich auch überlegen, was haben wir in der Pandemie beobachtet? Welche Verhaltensmuster haben wir gesehen? Warum reagieren Personen so, wie sie reagieren? Äh, Hamsterkäufe und dergleichen hat auch mit den Mustern zu tun. Man kann sich die Frage stellen, Manipulation. Werden wir manipuliert? Manipulieren wir selber? Wollen wir das? Wollen wir es nicht? Und natürlich auch das Thema von heute, Leadership. Ja? Warum führen manchmal, warum äh, folgen andere und welche Mechanismen sind hier aktiv? Und last but not least, vielleicht ist es eine wesentliche Zukunftskompetenz. Das sind alles Themen, die wir uns heute anschauen werden. Und die entscheidende Frage am Anfang ist natürlich auch die. Was bedeutet eigentlich führen? Was muss man hier für Entscheidungen treffen? Und aus meiner Sicht gibt es ja sehr, sehr viel zu entscheiden. Können Themen sein, HR-Themen, wen stellen wir ein, wen befördern wir, wen fördern wir, wie wird Leistung beurteilt, wie wird Performance beurteilt. Das sind alles Themen, genauso wie strategische. Wo investieren wir, wo kaufen wir, welche Märkte erschließen wir, Pricing, welche Preise. Äh, mit welchen Preisen treten wir auf. Das sind alles Beispiele für wichtige Entscheidungen und die können natürlich auch schiefgehen. Ne? Und das hat alles Konsequenzen. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, was ist eigentlich der Effekt, wenn diese Entscheidungen verzerrt sind? Was passiert? Und die andere Frage, die wir uns stellen können, ist, was ist, wenn wir selbst beeinflusst werden in dieser Entscheidungsfindung, ohne dass wir es vielleicht selbst mitkriegen und merken? Und darum geht es heute. Ganz kurz, ein massiv äh, überladenes Slide. Ich möchte nur ein paar Punkte machen. <laughs> Erstens, äh, ich habe einen. <laughs>, äh, ich möchte auf jeden Fall drei Punkte machen. Erstens, äh, ein Partner von mir, der Ingo ist hier. Ingo, vielleicht steht es kurz auf. Der beste Partner, den man sich von der Unternehmerhilfe wünschen kann. Ein, ein Projekt von uns. Der zweite Punkt ist, wenn ihr die Folien von heute wollt, kontaktiert es mir einfach schicke ich euch gerne per E-Mail oder kontaktiert mich gerne per LinkedIn. Und der dritte Punkt ist, ich bin irrsinnig froh, dass heute am zweijährigen zwei, Geburtstag von Mind Your Business ich heute präsentieren kann. Ja. Genau vor zwei Jahren ist es losgegangen, nach 20 Jahren Konzern. Und es ist super, dass ich diesen Geburtstag quasi mit euch feiern kann. Applaus Vielen Dank. Und äh, worum geht es bei Mind Your Business? Es geht genauso wie im Vortrag um das Thema Entscheidungsfindung. Wie kann ich Organisationen, wie kann ich Teams, wie kann ich Einzelpersonen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, entscheidend besser zu werden, durch Entscheidungen besser zu werden. Und ihr fragt euch vielleicht: Wie komme ich drauf? Warum tue ich das überhaupt? Warum rede ich über Entscheidungen? Warum rede ich über biases? ist und was man tun kann? Mein Startpunkt war in der Borealis. Ich hatte damals einen neuen Job. War damals im Zentralen Gruppencontrolling für Unternehmensprozesse zuständig, für Investitionen, fürs Performance Management äh, und für die Planung und Budgetierung. Und das war zu einer Zeit, 2009, Finanzkrise. Massives Problem. Wir haben in einem Quartal ca. 200 Millionen Euro Verlust gehabt. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie die Diskussionen waren. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen beim Investitionsprozess, war mein Prozess, ich durfte die Meetings leiten. Das Gefühl und die Stimmung in, ein, in einem Meeting mit Senior Managers, die gerade wieder herausgefunden haben, dass sie 5 Millionen Euro versenkt haben. Also die Diskussionen sind alles andere als lustig. Und äh, für mich in, den, in der neuen Rolle war einfach wichtig zu verstehen. Ich wollte verstehen, was passiert hier. Ich wollte verstehen, warum treffen wir schlechte Entscheidungen? Warum haben wir das gemacht? Ich begonnen, wir begannen begonnen, mir die Fakten anzuschauen, ich habe begonnen zu analysieren, ich habe mir die Zahlen angesehen und meine Konklusion war, dass wir eigentlich sehr viele Dinge nicht verstehen. Wir haben zwar einen Teil nachvollziehen können, wir haben aber einen Teil, sei das Investitionen oder Planungsannahmen und alles, was damit zusammenhängt, nicht wirklich gut selbst verstehen können. Und da bin ich auf den Punkt gekommen, vielleicht gibt es auch Faktoren, die unbewusst wirken. Ja? Und ich habe mir das Thema Ankunft des Bias schon vorher gekannt, aber ich habe zu dem Zeitpunkt dann begonnen, mich vertieft damit auseinanderzusetzen. Das war für mich die Initialzündung, weil ich Dinge einfach besser verstehen wollte. Und damit habe ich sozusagen meinen persönlichen Startpunkt gesetzt zum Thema Ankunft des Bias und was kann ich tun dagegen, weil das war mein Reflex. Ich wollte mir überlegen, was kann ich persönlich beitragen, wie kann ich der Firma helfen, in einer schwierigen Situation besser zu werden. Drum startet die Biasing. Bei uns selbst. Und auch Führung startet mit uns selbst. Ein zweites Argument, wo man sich mit Biases auseinandersetzen könnte, ist das Zitat, das von Yuval Harari im letzten Buch enthalten ist. Man kann sich auch die Frage stellen, unser Verhalten, unsere Entscheidungen werden natürlich auch analysiert, werden automatisiert, ausgewertet. Wer hat letztendlich die Kontrolle über unsere Entscheidungen? Sind wir es noch selbst? Sind es Firmen? Wie werden wir getriggert? Und äh, das war für mich natürlich eine entscheidende Frage am Anfang. Genauso. Wenn wir uns anschauen, was sind überhaupt Bias ist, die Definition ist aus Wikipedia. Okay. Äh, man kann es aber vergleichen und das tue ich ganz gern äh, mit folgendem Punkt. Ihr könnt euch vorstellen, äh, ihr, seid, äh, ihr habt ein neues Auto. Das fährt von selbst. Ja? Also ihr gebt es Ziel ein und das Auto bringt euch hin. Und das Auto funktioniert eigentlich recht gut. In 95% der Fälle, vielleicht 99% der Fälle, kommt ihr dort an, wo ihr hin wollt. Aber manchmal halt nicht. Manchmal biegt das Auto ab, wenn die gerade ist. Manchmal bleibt stehen. Manchmal beschleunigt es, wenn es bremsen sollte. Und ihr wisst aber nicht, warum. Ihr wisst nicht, welche Muster dahinter stehen. Das sind Biases. Ein Bias führt euch zu etwas, was für euch nicht gut ist, was ihr nicht wollt, das aber passiert, ohne dass ihr die Gründe wisst, warum. Und in der Führung ist es relevant zu wissen, wo wirkt das. Entscheidung, zentraler Punkt. Aber nicht nur. Es spielen andere Faktoren genauso eine Rolle. Und das ist das Konzept, das ich mit Mind-Business auch entwickelt habe. Startet mit der Wahrnehmung. Durch welche Brille sehen wir die Welt eigentlich? Was nehmen wir wahr, was nicht. Beurteilung. Bewegen ab, treffen Priorisierungsentscheidungen, treffen Urteile. Auf der Grundlage entscheiden wir. Meistens aber nicht allein. Interaktion ist ein Thema. Wir sitzen in Managementteams vielleicht. Wir haben vielleicht eine Community, wo wir gemeinsam entscheiden. Wir interagieren auch in Teams. Also der Interaktionsaspekt ist der dritte, vierte Punkt, der genauso vom Biases beeinflusst ist. Und last but not least Umsetzung. Ja? Wir können noch so gut entscheiden, wir können noch so gut kommunizieren und interagieren, wenn wir es nicht umsetzen, wenn wir es nicht auf die Straße bringen, haben wir genau nichts erreicht. Das, diese fünf Aspekte stehen bei mir im Vordergrund. Und diese fünf Aspekte werden von Biases massiv beeinflusst. Und auf die Punkte müssen wir natürlich schauen, wenn wir etwas besser machen wollen. Noch mal auf den Punkt gebracht, was sind Biases? Sie sind systematisch, sie sind unbewusst, sie sind auch individuell. Was meine Biases sind, sind vielleicht nicht deine oder nicht deine. Das ist höchst individuell, wenn wir alle unterschiedliche Muster haben. Oft vorhersehbar. Ja? Ähm, wenn ich Biases von anderen kenne, kann ich die ausnutzen. Und es hat immer so einen negativen Touch. Irgendwas ist falsch, irgendwas ist negativ. Irgendwas ist, ah, ah passt nicht. Ja. Also, irgendwas ähm, sozusagen läuft nicht, wie wir es wollen. Warum ist das so? Wir operieren aufgrund von Abkürzungen, von Shortcuts. Ja. Wir haben sozusagen als Überlebensinstinkten unterschiedliche Muster entwickelt im Laufe der Jahrtausende, mit denen wir nach wie vor operieren. Diese sind weitgehend hilf äh, hilfreich, genauso wie das autonome Auto äh, immer zum Ziel meistens kommt und äh, manchmal halt nicht. Ja. Und diese Shortcuts, diese Abkürzungen, die Effizienz unseres Gehirns spielt hier eine, eine, eine deutliche Rolle. Und äh, spannend ist natürlich die Frage, was tut man dann? Ja? Das ist ein Effekt, wenn man mit Biases konfrontiert ist, die man selbst hat, ist es vielleicht manchmal ein Gefühl, wo man sagt, naja, es ist einfach ungut. Ich bin auf etwas draufgekommen, was ich vielleicht gar nicht wusste oder gar nicht wissen wollte. Macht aber nichts, weil wir können definitiv sagen: äh, nicht nur du, wir sind gebiased, alle sind es. Und ich genauso. Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren damit. Meine Biases habe ich nach wie vor. Ich habe vielleicht nur Mittel und Wege gefunden, damit äh, umzugehen. Und das ist absolut okay. Wir sind Menschen, wir sind gebiased und das ist grundsätzlich okay. Das ist deswegen, weil wir Menschen sind und keine Roboter. Und die Abkürzungen sind natürlich der Punkt, den wir haben. Diese Shortcuts, die wir eingebaut haben, das ist natürlich eine wesentliche Komponente in der, in der Richtung. Aber spannend ist, schauen wir uns vielleicht einen an: Confirmation Bias, Bestätigungsfehler, sehr universelle Sache. Habt ihr es vielleicht schon mal gehört? Bedeutet im Wesentlichen, es gibt eine bevorzugte Meinung, es gibt eine, äh, vielleicht eine Linie, wo wir glauben, das stimmt. Wir suchen uns tendenziell unterstützende Aussagen raus und weniger welche, die dagegen sprechen. Ja? Das heißt, wir suchen uns Argumente eher dafür als dagegen. Das Pro ist viel stärker als das Con. Und was passiert? Andere, die dagegen sprechen, gewichten wir weniger stark. Ja? Das ist an sich, glaube vielleicht verständlich. Das ist der Bestätigungsfehler natürlich äh, ist es so, dass man halt dann stärker filtert, verstärkende Effekte, wie wir assoziieren, wie wir wahrnehmen, äh, ver verstärkt diese Informationen natürlich sehr stark. Und Framing ist vielleicht auch etwas, was ich was sagt. die Art der Fragestellung, wie Informationen präsentiert werden, in welcher Reihenfolge, spielt hier natürlich genauso eine Rolle. Ja? Confirmation Bias, sehr, sehr mächtiger Bias. Aber schauen wir mal. Ein Beispiel, das ich ganz gut gerne mache, ist folgendes. Das äh, kommt sehr, sehr oft in, in Webinaren, in Workshops zur, zur Geltung. Ich frage die Personen, äh, ich gebe eine Abfolge von Zahlen vor. Ja? Und die Aufgabe ist, äh, erratet die Regel oder findet die Regel raus, die ich verwendet habe, um diese Abfolge von Zahlen äh, zu generieren. Man kann die Regel testen, indem man drei, bis zu drei Zahlen mir sagt. ja. Entweder auf einmal oder, oder gesamthaft. Und ich sage dann nur, stimmt überein oder nicht. Ja? Und am Ende des Tages ist es die Aufgabe, die Regel niederzuschreiben. Ja? Und die Reihenfolge der Zahlen ist: erste Zahl 1, zweite Zahl 4, dritte Zahl 7 und dann geht es weiter. Was glaubt ihr, sind typischerweise die Zahlen, die getestet werden? Genau, 10, 13, 16. Und was intuitiv die Antwort ist: die Regel ist plus 3. Wenn ich dann auflöse und sage, eigentlich ist meine Regel nur, dass die nächste Zahl höher ist als die vorige, gibt es meistens ein großes Erstaunen. 80, 90 Prozent weiß ich, ist immer so, haben sofort die Plus 3 im Kopf und haben nicht versucht, sozusagen ihre Theorie, die blitzartig bei euch wahrscheinlich genauso entstanden ist, mit mir zu testen, zu falsifizieren. Aber was kann ich machen? Der Trick bei dem Beispiel ist, dass ich einfach andere Fragen stelle. Dadurch, dass man die bestehende Meinung ja, einfach abprüft oder einfach versucht zu bestätigen, ist genau das, was wir vor einer Folie gehört haben. Ich kann es aber anders machen. Ich kann zum Beispiel fragen, acht, ich kann sagen fünf. Ich kann etwas sagen, was gegen meine These spricht. Die wenigsten tun es. Und der Punkt bei dem Beispiel ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt äh, Personen aller Art davon überzeugen, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist der. Wir haben den Bestätigungsfehler vor einer, vor einer Folie gehört. Ihr könnt jetzt wahrscheinlich sogar die Definition sagen. Es ist aber extrem schwierig, das Gehörte, das Kognitiv Gehörte anzuwenden. Das bedeutet, dass bloßes das Wissen keine Möglichkeit ist, Biases zu verringern. Ihr könnt jetzt alle wahrscheinlich jetzt sagen, was ist der Bestätigungsfehler? Die wenigsten sind in der Lage, eine Folie später das Beispiel aufgrund des Wissens anders zu machen. Und das ist eine Struktur, die, die sehr stark wirkt. Eine Möglichkeit, das sehr pragmatisch zu lösen, ist von Charles Darwin, darum ist der auch auf dem Bild, dieses Zitat: Die Bias im 19. Jahrhundert. Was hat er gemacht? Er hat immer, wenn er Meinung hatte, hat er sich angeschaut, wenn etwas dagegen spricht, hat er das in ein Notizbuch geschrieben und so versucht zu falsifizieren. Er hat so seine eigene Meinung hinterfragt und so einfach ist er breiter geworden. Und es ist ihm gelungen, sozusagen solider in der Darstellung zu werden. Sehr praktisches und die Biasing Beispiel, das mir sehr gut gefällt. Kann man jederzeit machen. Jede Meinung, die man hat, kann man überprüfen, kann man falsifizieren. Und der Punkt ist, das bloße Wissen äh, nutzt allein nichts. Man braucht etwas mehr, man braucht etwas Strukturelles. Das heißt, Gegenmaßnahmen ist einfach die Debiasing. Ja? Ich schaue einfach, dass mein Auto das autonom fährt auf der einen Seite entweder besser autonom fährt oder ich erkenne besser in welchen Situationen es nicht funktioniert. Das ist wahrscheinlich sogar der Startpunkt zu sagen, ich versuche herauszufinden, in welchem Kontext etwas nicht so läuft, wie es ganz gerne hätte. Das ist die Biasing. Gegenmaßnahmen entwickeln, um die negativen Effekte zu verringern. In der Regel kann man es nicht abdrehen. Es gibt leider keinen Lichtschalter, wo man sagt, ab morgen möchte ich biasfrei werden. Ich habe ihn noch nicht entdeckt, also vielleicht habt ihr gute Ideen, wie das gelingt. Aber es ist eine systematische Arbeit. Und das kann man auf individueller Ebene machen, auf Teams und auf Organisation, organisatorischer Ebene, auf unternehmerischer Ebene. Und was man machen kann, dazu komme ich. Wichtig ist, man muss immer die Frage stellen, was ist eigentlich wirklich relevant. Also ich würde sagen, es, es gibt 200 Biases ungefähr, wenn ich versuche, jeden zu lösen. Bin ich nie fertig und ich löse wahrscheinlich etwas oder ich optimiere vielleicht etwas, was vielleicht gar nicht die Relevanz hat, sondern wirklich zu schauen, wo fange ich an, oder was, was hat wirklich einen Hebel, was hat wirklich Bedeutung, bietet sich definitiv an. Ja. Und die wichtigste Voraussetzung ist natürlich, sich ins Thema einzulassen. Wie kann man es machen? Meine persönliche Reise gestartet einfach mit Literatur, Lesen, Kahneman, Thinking, Fast and Slow, kennen viele, Thaler, Arielle, gute Quellen. Es gibt auch Internetressourcen, es gibt sehr gute Quellen, wo man auch einfach Biases kennenlernen kann. Es gibt auch Online-Kurse aller Art. Man kann mit Personen sprechen, man kann sie austauschen. War für mich ein extrem äh, wertvoller Prozess. Ich habe Peers gefunden, die ebenfalls am Thema die Biasing interessiert waren und wir haben sehr viel gemeinsam äh, entdeckt und auch validiert. Und am Ende des Tages war das natürlich auch die, die Grundlage für das, was ich jetzt anbiete. Mind your Business basiert natürlich auf der Reise, auf den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber individuelle Ebene ist nicht die einzige. Was gibt es noch? Teams. In der Führung ist es wichtig, dass ich meine unmittelbare Umgebung auch natürlich ähm, berücksichtige. Ich muss man immer überlegen, was passiert mit den Personen, mit denen ich zusammenarbeite. Darum ist der Aspekt der Interaktion extrem wichtig, ähm, speziell in, in der Organisation mit Teams, mit Gruppen, in Projekten aller Art weil das auch einer der fünf Eckpunkte hier ist. Wir wissen wahrscheinlich, was wesentliche Elemente sind, damit Teams erfolgreich sind. Gemeinsame Richtung, Commitment, Kommunikation, auch Ambition und Fokus, das Wechselseitige, Verantwortlich halten, ganz mhm. wesentlicher Punkt. Und gemeinsam etwas tun, gemeinsam an etwas arbeiten. Aber durch diese Interaktion haben wir natürlich auch unterschiedlichen Biases ausgesetzt. Das Wichtige ist, und das ist meine andere Erfahrung, nächster Teil der Reise, Teams können extrem effektiv sein, Biases zu beantworten, etwas dagegen zu tun. Ich habe mein letztes Team in der Borealis, wo ich für strategische Marketing äh, zuständig war, bewusst divers besetzt, in jederlei Hinsicht. Wir haben Biases zu einem Thema gemacht, weil ich genauso wollte, dass die Teammitglieder meine Schwächen kompensieren und auch adressieren. Wenn ich in eine bestimmte Richtung abbiege, brauche ich jemanden, der mir darauf aufmerksam macht, weil dann kann ich mein Verhalten ändern. Und umgekehrt auch. So kann man Schritt für Schritt auch hier im, im Team, in der Teamarbeit dieses Thema verbessern und natürlich gemeinsam mehr erreichen. Und es war erstaunlich, was wir in, in der Zeit aufbauen konnten, welche Themen wir gelöst haben und was wir dann sozusagen auch der Organisation geben konnten. Ein wichtiger Prozess und Teams sind aus meiner Hinsicht, äh, meiner Meinung nach, in, in den nächsten Jahren ein Kernthema. Teams werden sehr wichtig sein für jede Organisation, speziell auch im Corporate-Bereich, weil die klassischen äh, Hierarchien nicht immer so funktionieren. Aber ich auf der anderen Seite auch Bias ist. Ich als Teamleader habe natürlich eine Aufgabe, Teamkultur zu gestalten. Es gibt den Bias Group Think, also die von euch, die gestern beim Workshop dabei waren, kennen den, wo es dann auch dadurch geht, Harmonie wird überbewertet im Verhältnis zu kritischer Diskussion, zu Gegenstimmen, vielleicht auch mal Nein sagen, vielleicht auch mal Argumente gegen den Chef, gegen die Chefin bringen. Ja? Wichtig. Aber damit das geschieht, muss ich eine Kultur haben, die das zulässt. Ja? Es passiert nicht von selbst. Und das ist der Job als Teamleader. Da muss ich extrem dahinter sein, sonst passiert es nicht. Ich habe sonst niemanden, der aufsteht und sagt, pass auf, Markus, was du jetzt gerade gesagt hast, du bist gerade wieder in Confirmation Bias Richtung unterwegs, pass auf, ich sehe das anders. Das brauche ich. Und ich habe schon gesagt, Homogenität von einem Team ist eher kontraproduktiv. Diversität ist wichtig, Diversität der Meinungen, wie es so Karl Popper ja auf dem vorigen Slide gesagt hatte, extrem wichtige Geschichte. Auch wichtig, was erwarte ich von den Teammitgliedern, was strahle ich aus, was gebe ich vor, wie kommuniziere ich. Und Meetings, Klassiker, wie ich Meetings gestalte, welche Rollen ich vergebe und was ich einfordere von allen Mitgliedern, ist extrem entscheidende Geschichte. Hier kann man viel tun. Und die andere Sache, Hierarchie, sobald es einen nominellen Führungs-Teamleiter äh, ein gibt, eine Teamleiterin gibt, ist Hierarchie immer ein Thema. Da gibt es den Hierarchy äh, Bias, Authority Bias und das muss ich berücksichtigen, weil alles, was ich tue, hat immer automatisch ein bisschen stärkeres Gewicht. Ja. Das heißt, ich muss auch das berücksichtigen, ich muss schauen, wie ich, ein, wie ich ein balanciertes Team aufbaue, wo wirklich alle an der gemeinsamen Richtung arbeiten. Ja. Und die Rollen im Team sind natürlich extrem wichtig, wenn man das machen kann. Und das ist der Job von der Teamleaderin, vom Teamleader. Wenn das nicht passiert, findet es einfach nicht statt. Also, Teams in beide Richtungen relevant. Und eine, eine Frage kann man sich natürlich auch noch stellen. Das World Economic Forum äh, aktualisiert jedes Jahr die Top 10 Skills, die in den nächsten Jahren gebraucht werden. Man sieht relativ gut, was steht da ganz oben: analytisches Denken, Innovation, aktives Lernen, komplexes Lösen von, von Problemen und so weiter und so fort, kritisches Denken. Wenn es da diese fünf Felder von Biases beeinflusst werden, wie schaffe ich das eigentlich? Wie komme ich dorthin? Wie schaffe ich es, dass ich in meinem Team die Kompetenzen aufbauen kann, wenn ich das nicht berücksichtige? Extrem schwierig. Darum die Dynamik, die Kommunikation, die Interaktion im Team, ganz entscheidende Geschichte, um in die Richtung zu gehen, weil das werden wir alle miteinander brauchen. Teams, wichtiger Punkt, noch nicht alles, weil es geht natürlich um die Organisationsebene, um die unternehmerische Ebene. Und äh, Amos Tversky war der langjährige Partner von Daniel Kahnemann. Leider viel zu früh verstorben, darum hat er vermutlich auch nicht den Nobelpreis gekriegt wie der, der Kahnemann. Ähm, Finde ein sehr gutes Zitat, weil man kann immer was tun. Man kann immer starten. Das zweite Zitat von Tversky, was recht, recht interessant ist, ist »Wir erforschen nicht die künstliche Intelligenz, sondern die menschliche Dummheit.« Wollte es nicht bringen. <laughs> Aber es ist natürlich eine andere Geschichte, die, die auch zeigt, dass eigentlich die menschliche Komponente im Fokus stehen sollte und dass du noch lange nicht alles erforscht ist. Was kann man tun auf Organisationsebene? Ich habe schon erwähnt, 200 Biases gibt es. Das sind meine Top 20. Ja, wir haben schon den Confirmation Bias gehabt. Wir hatten gestern im Workshop Overconfidence in der Beurteilung. Bei der Entscheidung gibt es Dinge wie Verlustaversion, Anker-Effekte. In der Interaktion Groupthink haben wir ja erwähnt, Authority Bias, Narrative Fallacy, Ambivalenz von Storytelling. Stories sind nicht immer nur positiv und gut, können auch verzerren und manipulieren, das hat man nicht vergessen. Und in der Umsetzung äh, der Rückschaufehler, zum Beispiel Hindsight Bias. Ja. Ich habe natürlich jetzt bei weitem nicht Zeit, in, in alle reinzugehen, aber ich, das sind für mich die 20 essentiellen. Wenn man die auf unternehmerischer Ebene kennt und wenn man sich überlegt, was kann man tun dagegen, hat man schon relativ viel erreicht. Ja. Und das war dann auch der Punkt, den ich Schritt für Schritt in die Organisation versucht habe umzusetzen, bei meinen Aufgaben, bei meinen Projekten und eine spannende Reise. Nur, es gibt zwei Perspektiven. Ja. Die AE-Perspektive, ja rationell ist es gut erforscht, wir wissen, dass Biases viel anrichten können, die Qualität von Entscheidungen wird oft kritisiert, verschiedene Studien hier von McKinsey oder von Economist belegen das gut, Faktor der, des, äh, der intuitiven versus der äh, datengetriebenen Entscheidung ist ein Thema. Dass die Biasing wirkt, ist auch gut dokumentiert. Wesentlich mehr als eine bloße Analyse. Ja. Analyse-Tool per se bringt relativ wenig. Wenn man sich wirklich um die Prozesse, und die Qualität und den Output kümmert, hat er ganz anderen Hebel. Und Profitabilität im Peer-Vergleich ebenfalls höher. Und letzter Punkt, vor allem in Nordamerika schon ein strategisches Ziel. Auch von Vorständen, von größeren Unternehmen, Basis einfach loszuwerden. Das heißt, es ist eigentlich viel Potenzial da. Die Basis hat ein irrsinnig großes Potenzial. Nur spricht, spricht auch in der Realität einiges dagegen, die ja aber mögliche Hindernisse. Der erste ist aber relativ wichtiger. Ja, das Management muss bereit sein, muss auch selbst bereit sein, sich selbst Basis zu suchen, wahrzunehmen und dann was zu tun. Der Bias Blind Spot bezeichnet ein Phänomen. In Umfragen, wenn man Vorstände Senior Managers befragt, sind eure Mitarbeiterinnen, eure Mitarbeiter gebiased, sagen 80, 90 Prozent ja, sind sie. Wenn man dann fragt, zu wie viel Prozent seid es ihr? 50, 60 Prozent. Und das ist genau der Punkt. Ich bin nicht gebiased, alle anderen schon. Der zweite Punkt ist ein wesentlicher. Man kann in dem Bereich, wo das Kerngeschäft eines Unternehmens liegt, einfach zu sicher sein. Wir sind gut, wir sind unbesiegbar. Ja, Hochmut, zu große Sicherheit und das hat schon viele Unternehmen entweder an den Abgrund oder weitergeführt. Das ist ein Problem. Speziell das, wo man wirklich das Kerngeschäft, die Kernkompetenz vermutet, da glaubt man sich relativ sicher und da schlägt es natürlich zu. Das heißt, das ist auch ein Hindernis. Ja? Symptome bekämpfen natürlich leicht als Ursachen. Das ist relativ klar. Ja. Ich kann mir immer ein neues Tool kaufen? ich kann mir immer einen neuen Unternehmensberater mit einer Methode einkaufen, die schon hundertmal angeblich funktioniert hat? Ist immer leichter, an die, an die Wurzeln zu gehen. Ich muss mich darauf einlassen, ich muss auch Fokus in die Richtung haben. Biases sind halt unbewusst. Das ist ein, ein Startnachteil, wenn ihr es nicht einmal kennt, wenn ihr nicht einmal Erfahrung habt damit. Tue ich mir wesentlich schwerer zu äh, adressieren und überhaupt wahrzunehmen. Ja. Das ist ein Startnachteil, weil es nicht trivial ist, nicht offensichtlich ist. Und ähm, nicht jedes unconscious bias training ist gut. Ich habe schon vorher beim Confirmation Bias gezeigt, äh, rein kognitive äh, Prozesse, rein kognitive Trainings haben in der Regel keinen Effekt. Jeder, jeder versteht es dann, was es ist, jeder kann vielleicht ein Bias definieren, nur umsetzen kannst du nichts. Also, du musst wirklich schauen, dass du das verankerst, begleitest, umsetzt. Komplex, funktioniert nur schrittweise. Und pragmatisch, mein Zugang, dort starten, wo man Symptome sieht. Ja, unterschiedliche Aussagen im Unternehmen, die man vielleicht einmal kennt, die eine oder andere ist vielleicht schon mal untergekommen. Wir entscheiden zu schnell, zu langsam, zu prozessorientiert, zu bürokratisch oder wir schießen zu sehr auf der Hüfte. Wir haben Fehlentscheidungen gemacht und, und, und. Ja. Das sind alles Symptome, wo man starten kann zu fragen. Und ich würde immer äh, berücksichtigen, dass wir im, immer irgendwo anders starten. Das ist individuell verschieden. Genauso wie bei Menschen das ist es auch bei Organisationen anders, weil die Problemstellung immer individueller ist. Aber wichtig ist dann halt auch zu starten. Nicht nur zu analysieren und zu sagen, okay, wir haben ein Problem, sondern wir tun was wir kümmern uns darum und dann die Reise zu beginnen. Für mich gibt es fünf Punkte, die hier wichtig sind. Eine einfache Frage: Wo stehen wir eigentlich? Das bedeutet, zu wissen, zu kennen, wie qualitativ hochwertig sind eigentlich unsere Entscheidungen. Ihr erinnert euch: Das ist das, was ich am Anfang gemacht habe, bei den Investitionen zum Beispiel. Wir mussten wissen, wir haben ein Budget gehabt pro Jahr von ca. 300 Millionen Euro. Wir mussten wissen, wie viel davon sind eigentlich qualitativ in Ordnung? Wo passt der Prozess? Wo passt der nicht? Ja? Und das ist ein guter Startpunkt. Genauso zu erkennen, wo sind die Muster, auch zu wissen, wo haben wir größere Auswirkungen und wo nicht. Ja. Wichtiger Startpunkt. Genauso wie entscheiden wir? Thema Meeting. Was ist der Ablauf? Wer ist involviert? Gibt es die Vorbereitung, die Nachbereitung? Wer redet mit? Wie effektiv ist es und wie gut ist es setzen wir eigentlich um? Schiffstände können unterschiedlicher Art sein. Ja. Prozesse muss man sich anschauen. Wo läuft etwas schlecht? Wo haben wir vielleicht sogar Anreize, die in widersprüchliche Richtungen gehen? Das ist alles wichtig zu kennen. Und wenn man das gemacht hat, kann man sich wirklich dann die Frage stellen, welche Basis ist eigentlich wirklich relevant und wo starte ich? Wo gehe ich weiter? Und am Ende des Tages, welche Maßnahmen setze ich um? Für mich sind das die fünf Punkte. Das sind auch die fünf Elemente einer Umsetzung, die ich auch anbiete: diese fünf Produkte. Weil das die Komponenten sind. Je nachdem, was relevant ist, startet man dort und macht es dann. Und wichtig, die Biasing, so wie ich sehe, ist tatsächlich ein, ein systematischer und sehr individueller Zugang. Besteht im Wesentlichen aus rein Zoomen. Ja? Also einfach verstehen, Beispiele erfahren, vielleicht wie man vorher gemacht haben, Erklärungen bekommen, verstehen, Verständnis aufbauen, sensibler werden, beobachten bei einem selbst, bei der Organisation und dann was tun fade out mistakes Kleine Schritte versuchen, ab morgen besser zu werden und zu schauen, wie wirkt es. Das. das sind Dinge, die man einfach machen kann und da gibt es eigentlich keine wirkliche Ausrede, das nicht zu machen. Es braucht oft gar nicht viel. Man muss nur wissen, wo starte ich und was tue ich konkret. Und wir wollen ja schließlich von dem, wie man gesagt und das, so, das sind so typische Ausprägungen von Biases, wir wollen ja systematisch besser werden. Wir wollen auch... Ähm, von den unbewussten Punkten. Wir wollen auch wissen, welche Basis wir haben, also ins Bewusstsein bringen. Wir wollen Muster verändern. Ja, das ist das Einzige, was hier eigentlich äh, nutzt. Und wir wollen zukunftsorientiert werden und wir wollen richtiger werden. Wir wollen besser werden. Wir wollen am Ende des Tages bessere Ergebnisse haben. Braucht Fokus und braucht Teamwork. Und wir haben viel gemacht, ja, wenn man sich einfach anschaut. Beginn der Reise. Was haben wir geändert? Das ist eine Kennzahl von vielen, aber wir haben uns einige angeschaut. Also die letzten fünf Jahre, ich habe hier einfach den Zeitpunkt meiner Tätigkeit hier kopiert, am Schluss. Der, der durchschnittliche Profit der Gruppe war eine Milliarde, fünf Jahre lang. Wir sind gestartet von durchschnittlichem Profit, der ungefähr ein Viertel davon war, in den ersten fünf Jahren. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns gemeinsam Entscheidungsprozesse angeschaut. Das war natürlich, mein Claim ist nicht, dass ich das allein war. Aber er hatte Projekte, die hier beigetragen hatten. Wir haben uns Entscheidungen, Meetings angeschaut. Und wir haben hier ein Stück weit die Biasing ausprobiert. Darum weiß ich, dass es funktioniert. Und das kann den Unterschied ausmachen, weil die Konkurrenz macht es vielleicht nicht. Und wir waren extrem erfolgreich in mehrerer Hinsicht. Und das ist genau das, was ich auch weitergeben kann und möchte. Meine, mein Zugang ist einfach hier stufenweise vorzugehen. Ähm, ich möchte es gar nicht im Detail erklären. Was wir jetzt machen, ist Stufe 1. Ja. gewisses Bewusstsein schaffen, einfach mal das Thema kennenlernen. Vielleicht es haben relativ viele von euch am Anfang noch nicht den, den Begriff Bias gekannt. Es ist schon gut, einmal zu wissen, was ist das eigentlich, wie wirkt Und dann geht wir einfach weiter. Workshops sind eine Möglichkeit, persönliche Formate wie Business Coaching sehr effektiv auf der eigenen persönlichen Seite, aber natürlich dann auch in die relevanten Themen reinzugehen und auf der Prozessseite haben wir ja schon gesagt, da gibt es fünf Bausteine, wo man was machen kann, ist mein Zugang und so kann man Schritt für Schritt in die richtige Richtung drehen und effektiv was tun. Und die Folie hier ist weniger Marketing, sondern einfach die Aussage: Mein Zugang ist, die Buyers sind kann ich eigentlich ziemlich puren einsetzen. Ich habe jetzt dann ein, ein Nebenprojekt mit einer ehemaligen Personalleiterin, wo wir uns anschauen, wie können wir Personalentscheidungen, Rekrutierung, Bewertung von Leistung, Beförderung wirklich strukturiert verbessern, indem wir Basis rausnehmen. Und das hat extrem große Hebel. Du kannst das genauso mit Krisenmanagement, Veränderung aller Art machen, Leadership, Controlling, Finance, Teams. Das sind alle Spielwiesen, wo man die Basing einsetzen kann. Und alles hat ihre Effektivität und alles kann was weiterbringen. Am Ende des Tages hilft der Organisation dazu, dabei einfach bessere Ergebnisse zu zielen, bessere Entscheidungen zu treffen und hier einfach weiterzukommen. Und darum möchte ich ja mit diesen sieben Punkten schließen. Erstens, wir sind Menschen, wir sind gebiased, das können wir nicht abstehen, das müssen wir einfach akzeptieren, ob es uns gefällt oder nicht. Die Reise beginnt immer bei uns selbst. Für mich war das ein wichtiger Prozess zu erkennen, wo habe ich meine Biases, was kann ich machen dagegen, meine Lebensqualität ist dadurch effektiv und um einiges besser geworden. Kognitiv funktioniert es nicht, es ist ein Prozess, es ist eine Entwicklung, braucht Schritte, braucht Konsistenz, braucht dahinter sein. Teams kann man effektiv sehr gut nutzen. Sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Es kann verstärkend sein. Es kann wirklich sehr effektives Mittel sein. Du musst immer beim Problem starten. Wenn ich daherkommen würde und sagen, äh, ich weiß genau die Lösung von vornherein für eure Organisation, das wäre einfach Humbug. Ich muss verstehen, was eigentlich die Problemlage ist und dann muss ich ins Detail reingehen. Dann kann man was tun. Dann kann man was heben. Und es ist ein Prozess, der nicht einfach ist. Ja. Das muss einem klar sein. Die Biasing ist, in die Tiefe gehen. Es ist wirklich zu schauen, nicht die Symptome zu lösen, sondern die Wurzeln anzugehen. Aber es zahlt sich aus. Der Hebel, das Potenzial, haben wir ganz am Anfang schon gesehen, ist enorm. Man kriegt es oft nicht mit, aber es ist extrem interessante Geschichte. Und am Ende des Tages schauen, wer kann es treiben, wer kann es identifizieren und wer letztendlich kann es unterstützen. Und die Konklusion ist, man steht vielleicht hier am Anfang. Und schaut einmal runter ins Wasser, was braucht es, um wirklich aktiv zu werden. Eine gewisse, eine gewisse Portion an Neugier, eine gewisse Portion an Mut und Fokus. Und die Empfehlung an euch ist, traut euch. Danke. Sehr gerne, wenn ihr noch Fragen habt, ich weiß jetzt nicht, wie wir von der, von der Zeit ausschauen, aber wenn Sie Fragen habt, dann einfach rausschießen. Uh, ansonsten ist natürlich die Möglichkeit, im Nachgang natürlich nur zusammenzustehen. Wir haben zwei. Um, erste vor, bitte. Um, eine Frage. Also, das analysiert Unternehmen, ja. sind da quasi alle Abteilungen, dass da alle Abteilungen oder Thematisch. Also wir haben es wirklich angeschaut, worum geht es, also was ist sozusagen die, die inhaltliche Seite. Ich habe Investitionsprozess angeschaut uh, oder angeführt als Beispiel und genauso haben wir es gemacht. Ich hatte... Project Lead bei einigen uh, zentralen Prozessen, das war Budget, Budgetierung, Planung. In Forecast kann viel schief gehen bei der Optimierung von Ergebnissen genauso. Also, wir haben es eher thematisch und wir gemacht und wir von der Philosophie haben immer cross-functional gearbeitet. Also, immer thematisch und dann die Leute reingenommen, die relevant waren. A question here from behind. Perfekt. <laughs> Kultur, was verstehst du drunter? Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist eine gute Frage, weil es nämlich auch das, den Kontext beleuchtet, was brauche ich eigentlich, um hier effektiv sein zu können. Äh, die zweite Erkenntnis bei der Studie aus Gießen war, dass es psychologische Sicherheit brauchte. Ja. Es muss genug Sicherheit da sein, auch speziell von ganz oben vorgegeben, dass sie die Leute wirklich darauf einlassen können, weil Biases zugeben heißt auch ein bisschen Fehler zugeben oder Schwächen. Wenn ich, das nicht, wenn ich dazu nicht bereit bin, baue ich eigentlich gar nicht starten. Das heißt, das ist eine wesentliche Voraussetzung, welcher Bauer ist dann wirklich relevant ist. Ich habe meine Top 20 euch gezeigt, aber von den 20 können auch vielleicht fünf speziell relevant sein und die anderen 15 vielleicht nicht so. Das ist die individuelle Perspektive, die man dann braucht. Also, es ist auf jeden Fall die Bereitschaft, was zu tun. Ich glaube, die ganz, ganz entscheidende Sache. Wir hatten eine sehr gute Kultur. Man durfte auch blöde Fragen stellen. Man durfte auch der Advocatus Diaboli sein. Die Rolle hatte ich immer ganz gern ausgefüllt. Und dadurch wirst du Schritt für Schritt besser. Und äh, das ist etwas, wo man dann wirklich auch schauen muss, wo startet man, wo sind wirklich so die Wurzeln, wo kommen die Probleme her? Und meine Erfahrung ist auch die. Darum habe ich auch gesagt, bei den Symptomen eher starten, weil das sind immer so die ersten Charakteristika, das sind so die ersten Aussagen. Und dann musst du sowieso in die Tiefe gehen. Any other questions in the meantime? So a big round of applause for Marcus, please. Thank you very much.